Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag oder Abend und willkommen bei Final Fantasy 7. Hier geht's weiter. Ich stehe gerade hier auf der Map, wenn ihr gucken könnt, ja, in Gongaga. Neben diesen Kartenspieler. Und kann man ja sehen, ne? Und ich wollte euch einfach den Laufweg ersparen. Es ist ein bisschen schneller alles machen und mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir müssen ja viel erkunden und so. Und ich habe gemerkt, wir können in der anderen Welt noch gar nicht, also in die anderen den Armen nicht so. Regionen nicht mehr hin. Nicht böse. Die wollen nur spielen. Ich bin der Farmer Saji. Ich sag's gleich warum. Meine Hüfte will nicht mehr so, wie ich es will. Deswegen ruhe ich mich gerade etwas aus. Ja, richtig. Würdest du ein Ründchen Blut der Königin mit mir spielen? Sich die Sonne so ins Gesicht scheinen zu lassen, ist herrlich. Aber es macht auch total müde, weißt du? Natürlich spielen wir mit ihnen. Warum wir nicht in die anderen Regionen wieder kommen, ist, wir brauchen ja eine Schokobo-Kutsche oder so und wir haben hier noch keine entdeckt. Das heißt, mit der könnten wir dann wieder zurück. Wenn ich sie gefunden habe, okay, solange erkunden wir hier und machen Kartenspielen und sowas, ja. Wenn ich sie dann gefunden habe, dann werden wir auch da weiter erkunden. Erstmal gucken, ne? Ja. Warum man zum Goldzusatz zurückkam, war, das war ja genau in der Region, die das gehörte noch dazu, deswegen. Das habe ich auch vergessen und dachte mir eben gerade, warum kann ich nicht zurück? Warum kann ich da nicht schnell reisen? Oh nein, ich brauche, das war ja, oh nein. Und den haben wir noch nicht gefunden. Naja, bis dahin nehmen wir das Deck hier und spielen mit ihnen eine Partie. Die letzte in diesem Dorf wahrscheinlich, irgendwo ein anderes Dorf, wenn wir unterwegs irgendwo hinkommen. Wahrscheinlich gibt es noch eine Kartenpartie-Möglichkeit. Und wenn wir alle haben, gibt es ja noch diese andere, die Abschlusskartenpartie. So, das hier sollten wir aber wegmachen. Den Dreier sollten wir behalten und dann das Spiel mal beginnen und gucken, wie wir hier so klarkommen. Ne? Wir setzen den. Den Zweier können wir unten setzen gerne. Dann haben wir schon einen Dreier zusammen, deswegen einen Dreier behalten. Oder wir setzen dann Zweier hin. Er hat einen Riesenkaktus. Was kann der? Wir können das hier setzen. Oder wir setzen den Zweier. Das können wir auch. Ne? Dann hätten wir unten zwei, aber wir haben dann. So sollten wir unten dann. Nee, komm, wir machen auf den Dreier. Bam. Der kann einen verspeisen wahrscheinlich. Zum Glück haben wir noch keinen, der einen verspeist. Den Dreier. Ja. Der ist auch cool. Der macht die Sachen, ja, dann läuft ja alles gut, wenn wir den hier hinsetzen und warten. Er macht aber genau das Gleiche, ne? Er setzt einen Dreier dahin oder er setzt einen Einser dahin, was auch gut ist, damit wir den hier hinsetzen können und oben überall Zweier haben. Ja, da können wir den oben rausnehmen. Das heißt, wenn wir oben den hier hinlegen, können wir unten einen Dreier hinmachen und den haben wir weg. Er hat nur noch die Mitte. Und natürlich kann der Sachen fressen wahrscheinlich, ne? Und deswegen setzt er auch den Dreier dahin. Wir bräuchten wir denn einen Dreier? Nee, ne? Wir bräuchten einfach den hier, damit wir ihn locken können. Ja, ja. So, damit wir ihn locken können, er dann Zweier hinschmeißt. Toll, er frisst den oben weg. Ja, dann haben wir den. Und was können wir dann machen? Ich würde ja einen Dreier irgendwo hinsetzen, ne? Aber den hier oben weghauen. Die obere hätten wir gewonnen. Reicht das? Nee, wir müssen den hier wegnehmen, ne? Nehmen wir nicht ein, wo alles geht, so, zack. Nee. Mist, den hier. Ah, den haben wir oben gewonnen, hoffentlich. Ich
weiß nicht, ob wir das machen sollen. Lass mal machen. Wir geben ihm oben die Chance, weil ich weiß nicht, was das bringt da. Oh, hoffentlich nichts. Und dann fressen wir ihn hier. Und haben die Oberhand in der Mitte auch noch, hoffentlich. Ja, das ist mein Zug jetzt. Und wir können die pushen. Oder wir fressen noch einen weg. Weg mit dem. Und dann machen wir Midgard Sommer noch hier hin. Perfekt. Ja, dann muss ich ja heute nicht schneiden. Da habe ich den Zug sehr, sehr gut gespielt. Zack. Auch hoch gewonnen. Cool. Dann gehen wir noch hoch die Sachen erkunden und sowas. Das läuft ja getaktet. Super hier. Das ist wirklich mein erster Versuch gerade. Sonst hättet ihr ja so einen Schnitt gesehen oder sowas. Mache ich ja dann immer, ne? Ich mache erst die Anmoderation, dann zwischendrin einmal. Ich schneide ja auch die Fails rein. Du bist wirklich, also die besten Fails. Stark. Mit deinen flinken Fingern bist du viel zu schnell für einen alten Mann. So spielt man also heute Karten. Ich lebe so in den Tag hinein, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Ja, ja. Ihr jungen Leute habt keine Zeit zum Verschnaufen. Immer seid ihr in Eile. Aber nur so könnt ihr groß und stark werden. Ihr habt noch genug Zeit, euch auszuruhen. Wenn ihr so alt seid wie ich und euer Rücken das nicht mehr mitmacht. Solange man jung ist, sollte man hart arbeiten. Falls du ein Päuschen brauchst und Lust auf ein gemütliches Ründchen hast, kannst du mich hier gerne aufsuchen. Ob man, wenn man jung ist, hart arbeiten muss, das sollte jeder selber überlassen sein, oder? Ich meine, manche können gemütlich arbeiten, ihre Stunden abfeiern, trotzdem gutes Leben führen, solange sie ihre Steuern und alles abbezahlen, wo sie leben. Natürlich, ne? Man lebt ja in einem Land und dann muss man mit den Gegebenheiten da klarkommen. Wenn es einem nicht gefällt, geht man in ein anderes Land, oder? Man muss aber jedenfalls dieses eine verwirklichen und dann kann man machen, was man möchte halt so, ne? Entweder arbeitest du einfach nur so lange, wie du möchtest, weil du mehr Freizeit haben willst, weil du der Typ Mensch bist, oder du bist der Typ Mensch, der die Arbeit braucht und noch mehr arbeitet, als nötig wäre und Karriere macht. Oder ein Typ Mensch, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und halt dadurch mehr arbeitet. Oder später dann halt auch noch Leute einstellt, damit alle gesund arbeiten, ne? Man soll sich ja nicht kaputt arbeiten, ne? Das klingt, glaube ich, richtig. So wie die Gesellschaft momentan oder manchmal immer ist, dass sie einen aufzwängen oder so, ist halt nicht so. Ich finde, man sollte als Arbeitgeber auch was dafür tun, dass die Leute sich nicht kaputt machen und auch entsprechend entlohnen. Dann gehen sie auch nicht. Das sollte auch noch im Vordergrund sein. Also anstatt man sagt einfach, du musst, wenn du jung bist, noch richtig hart arbeiten. Ja, damit wir uns richtig verstehen. So eine Waage ist das, ja. Muss gut mit den Mitarbeitern auskommen. Die Spezialität unseres Dorfes. Umgehen, wollte ich sagen. Und dann funktioniert das auch alles. Dann gibt es auch Leute, die gerne Überstunden machen oder gerne arbeiten oder Leute, die ihren Hobby zum Beruf gemacht haben. Dann funktioniert das auch. Aber man braucht auch Leute, die einfach nur arbeiten wollen, damit sie leben können und nicht leben, um zu arbeiten. Aber ich höre diese beiden Sprüche immer und denke mir so, ja, aber wenn derjenige das möchte, ist doch okay. Ja, weil es wird immer ein oder das andere als Ultimatum gesetzt und gesagt, ja, es muss so. Nee, ja, es gibt nicht schwarz oder weiß, es gibt da eine gesunde Mitte. Und auch die gesunde Mitte ist nicht richtig. Es ist halt das, was für einen selber richtig vorkommt. So, damit wir nicht viel mehr Zeit verschwenden. Ich hasse dieses Kartensystem, ne? Dass man länger gedrückt halten muss, den rechten Kontrollstick, damit man rauskommt. Hier wollen wir hin, ne? Analyse 1. Und dann da oben die Nebenquests machen, weil das können wir gerade schon sehen und machen. Vielleicht noch einen Turm einsacken gehen.
Das sollte sein. Ein Schokobo haben wir auch. Natürlich. Wo geht der denn überhaupt hin, wenn wir hier hochgehen? Der geht nach da unten, ne? Wir müssen aber dahin. Was ist das für eine Schokobo-Musik hier? Vor allem sind zu viele Schokobos. Help! Ist aber cool, ne? So eine Dschungelmusik. Ding, ding, ding. Ja, so sehe ich das. Ja, und natürlich muss man alle seine Sachen machen, weil man wohnt ja irgendwo. Das muss man verstehen, aber das ist ja auch okay, ne? Ich glaube, da drückt sich auch gar keiner vor. So. Kannst du bitte absitzen? Ich will da nicht drauf. Mein schöner, schöner Schokobo. Aber ja. Ich finde, da gibt es einfach viele Variationen, wie man das Thema angehen kann und auch angehen sollte. Und dann finde ich, da gibt es auch gar nicht so die Rede, wo viele sagen, die jungen Leute wollen heute nicht mehr arbeiten. Ja, gibt es irgendwie nicht. Was hat mein Vater schon gesagt? Heute sagen das die Leute in meiner Generation, ich sehe das komplett nicht so. Ich sehe ganz viel Bereitschaft zum Arbeiten, nur nicht die entsprechende Vergütung. Und dann soll man sich auch nicht wundern, aber das liegt ja nicht an den Leuten. Die können sich ja auswählen, wo sie arbeiten. Nur die Arbeitgeber haben Probleme mit. Die Arbeitnehmer suchen sich dann den bestbezahltesten Job und sagen sich so, oh, nehme ich den und wenn ich keinen finde, ziehe ich woanders hin. Und sonst, ne? Da hilft es nicht rumzumeckern und sagen, ja, die jungen Leute haben keinen Bock mehr. So wie der Typ hier beim Kartenspiel. Die jungen Leute haben Bock, richtig hart zu arbeiten. Da ist, wie ich ja gesagt habe, das kommt auf den Typen Mensch an. Es ist ja auch okay, alles zu machen, ne? Finde ich immer, man sollte das machen, was für einen genau das Richtige ist. Sofern man seine Einnahmen abdeckt. So, jetzt genug darüber geredet, weil sonst führe ich das noch ein drittes Mal auf und es kommt immer dasselbe bei raus. Aber ihr versteht ja, was ich meine. Also, gehen wir jetzt die Quelle begutachten. Wir finden noch andere Sachen und dann wollen wir noch die Nebenquests machen. So viel wie möglich wollen wir schaffen. Damit das nicht so viele Folgen hier rauskommen, ne? Wir haben jetzt dieses Kartenspiel gemacht. Wir machen jetzt das hier. Mal gucken, ob wir noch was kriegen. Ja. So viel, wie wir sehen können, so viel wie möglich ist. So, mal gucken, was für eine Prima-E wir jetzt hier haben. Und ein Tiefer braucht auch noch eine Prima-E zum Ausrüsten, ne? Ihr habt recht. Ich weiß doch, dass ihr das schon wieder denkt. Warum rüstest du den nicht aus? Ja, 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 mach ich gleich. Danke, dass ihr mich erinnert habt. Das ist immer so mein Hinterkopf. So, ja, dann denkt einer, der hier zuguckt, jetzt mach doch mal endlich und dann spornt mich das an. Und wenn es nicht so ist, nicht so, aber trotzdem. Oh, hier sind wieder Schmetterlinge. Ihr wisst ja, ich liebe Schmetterlinge. Ich weiß nicht warum, aber sie sind halt so, man guckt sie an und es ist so friedlich, wie sie umherschwirren. Und dann gucken sie sich auch immer Sachen an, wenn man stillsteht. Sie landen auf dir und gucken sich das an und sind schreckhaft. Aber wenn man sie sich anguckt, ist es einfach friedlich. Dann will man auch umherflattern und die Sorgen vergessen. Oder nicht? So. Was haben wir denn hier gefunden? Hier ist eine alte Farm oder sowas. Jemand, der hier gewohnt hat und mehr als nur, ne? Hier gelebt hat, dann verschlossen. Sind das die Sachen, die wir finden müssen?
Guck mal, hier ist Stamp dran. Vielleicht gehört das ja zu irgendeiner Nebenquest. Kann ja auch sein, da drin ist ein Teil, was wir brauchen für die Nebenquest zum Sachen herstellen. Lorbeer passt nicht mehr im Inventar. Wir sollten mal alles wieder verkaufen, was so doppelt und dreifach ist. Wir sollten generell mal in Synthese gucken, ob wir nicht noch was herstellen können. Jetzt. Den Megatrank können wir jetzt herstellen. Wir haben Liebe des Planeten. Bitte. Können wir herstellen. Und dann haben wir Megaspray. Brauchen wir mehr Liebe des Planeten? Können wir nicht mehr herstellen? Rein theoretisch schon, aber es geht nicht mehr. Und dann haben wir die hier auch noch, aber da fehlt uns alles, ne? Was wir natürlich noch finden werden. Aber cool. Hier haben wir fast alles hergestellt, außer hier oben die. Da fehlt uns der robuste Reif und der Knochenarmreif, warum auch immer, wo es auch immer den gibt. Ein Schal des Grolls, den können wir aber herstellen, ne? Königlicher Tomberry-Umhang. Das ist perfekt. Da hätten wir alles. Ein bisschen was konnten wir herstellen, ne? Nicht alles. Hier sowas noch, aber da brauchen wir die Liebe des Planeten, die wir hier überall jetzt finden werden. Gut. Dann lassen wir das erstmal so. Wir gucken auf der Karte, wo sind wir? Wir können hierher Isos Schuppen. Das ist bestimmt Iso, ne? Der Waffenschmied. Ja, dann lassen wir da hin. Und die Nebenquest vielleicht machen. Und erstmal hier alles farmen. Wenn wir alles gefarmt haben und ein Schokobo-Treffen haben, gehen wir zurück in den anderen zu den anderen Sachen. Farmen da noch mal alles. Nano, hier wohnt jemand? An einem Ort wie diesem? Irgendwie romantisch. Leben im Einklang mit der Natur. Einfach und bescheiden. Ja, warum? Ja, hier lebt ja auch noch einer. Genauso wie da drüben. Aktionswochen. Klingt gut, oder? Raus aus der Komfortzone. Genieße den Luxus des Elementaren. Vielleicht war der in Zeiten wie diesen könnte sich das als gute Geschäftsidee entpuppen. Das braucht doch viel Arbeit. Natürlich ist das eine gute Geschäftsidee, aber auch nur manche, die in der Stadt leben, habe ich ja auch schon viel gehört. Ich kann das immer nicht nachvollziehen. Machen lieber Urlaub in irgendeiner Stadt oder auch im Ausland in irgendeiner Stadt, wo ich mir denke. Aber ja, man guckt sich das einmal an, aber man findet es doch nicht schön, da zu sein. So, ist halt Stadt, ist eklig und wenn man es einmal sieht, ist schön, weil man es noch nicht gesehen hat, aber ich bin nicht ein anderer Mensch, denn die Städte, es gibt viele, die können ganz viele Städte was abfinden, auch wenn es nicht so gut aussieht mit Graffiti und so, hat einen besonderen Flair, ich irgendwie nicht, aber dafür schätze ich die Natur. Ich gehe mal irgendwo in anderen Ländern, bin auch andere andere Natur kennenlernen und so. Perfekt. Aber ich glaube, das ist verschieden, ne? Weil ich mag auch Städte, so ist das jetzt nicht, ne? Aber lieber gerne dann vielleicht ein, zwei Tage in der Stadt alles gesehen zu haben und dann ab aufs Dorf. Hier ist der Schmied, ne? Der braucht unsere Hilfe anscheinend. Wir nehmen mal alles mit. Barmherzigkeit des Planeten, davon brauchen wir noch mehr. Liebe des Planeten, nee, Liebe des Planeten brauchen wir bestimmt. Was wollt ihr denn? Bin gerade beschäftigt. Wir wollen dir helfen. Was denn? Dein Arm. Das ist ja... Ist das eine Waffe? Zeig mal kurz her. Natürlich ist das eine. Barrett und der Waffenmeister. Adapter als Verbindungsstück. Dann ist die Waffe also austauschbar. Alles voller Schrammen. Sag mal, du haust mit dem Ding wohl auch ordentlich zu, was? Naja... Manchmal schon. Aber solch große Schockwirkungen halten doch die Knochen nicht aus. Oder doch? Hier, dieser Zylinder absorbiert die Stoßwirkung. Verrate mir bitte, wer das konstruiert hat. Oh, ein alter Bekannter. Wo auch immer er jetzt sein mag. Hat das Sid gemacht vielleicht? Cool. Fertig.
Sith müssen wir ja auch noch finden, ne? Wahrscheinlich. Gibt's ja in jedem Final Fantasy. Iso lautet mein Name. Ich arbeite schon lange an der ultimativen Waffe. Bislang aber leider erfolglos. Doch mit deiner Hilfe sollte ich einen großen Schritt vorankommen. Diese Chance muss ich einfach nutzen. Hört mal, könntet ihr mir einige Materialien aus der Umgebung beschaffen? Ja, natürlich. Mehr über den Ort erfahren. Xunon, aber dort haben sie diverse lästige Vorschriften. Und auf der Suche nach einem Ort, wo man nach Lust und Laune Waffen schmieden kann, hat es mich hierher verschlagen. Die abgelegene Lage macht die Materialbeschaffung nicht gerade einfach. Aber die Werkstatt kann sich sehen lassen, oder nicht? Natürlich kann sich die Werkstatt zu sehen schaffen. Und was mit Berits Arm? Die Arbeit sieht grobschlächtig aus, aber sie ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Der Konstrukteur war vermutlich Experte in einem ganz anderen Fachbereich. Das sind nicht die Ideen eines Waffenschmieds. Weißt du nicht? Mehr über die ultimative Waffe erfahren. Mein ganzes Leben arbeite ich schon an ihr. Auch wenn ich nicht weiß, wie sie aussehen wird. Ich kann nicht einmal sagen, welche Art Waffe es werden soll. Cool, dann nehmen wir es mal okay, an, ne? Wenn es nur um die Beschaffung von ein paar Materialien geht, helfen wir dir. Ich danke euch. Ich habe eine Karte mit Orten angefertigt, an denen es Materialien gibt. Sie liegt im Schuppen. Vergesst nicht, sie mitzunehmen. Natürlich nehmen wir mit und schließen wir sofort ab. Und natürlich nehme ich die Liebe des Planeten auch noch mit, ja? So, danke schön, der Herr. Dankeschön, Dankeschön. Gehen schnell noch mal gucken, da geht's noch hoch. Da kommen wir nicht hoch, alles klar. Dass der sich so in meinen Arm verguckt hat. Ja, das ist unglaublich, ne, Baron? So, als sehen Sie ihn nicht mal. Komischer Kauz. In der Tat. Und ich bin auch zahmer geworden. Früher hätte ich den einfach angeschnauzt, ihm eine verpasst und fertig. Wieso früher? Weil alles, was vorbei ist, zu früher zählt. Sicher? Ich bin mir ja nicht sicher. Früher ist ja, wenn es ein bisschen vergangen ist und nicht gerade gestern ist, oder? Aber jeden das sein. Barmherzigkeit. Und das brauchen wir dann mal. Die Karte für Drachenerz. Der Waffenschmied Iso hat dich damit beauftragt, Drachenerz für seine neueste Kreation zu suchen. Schaue dir mitten an seine Wegweiser zu den Fundstätten an, um das begehrte Drachenerz zu finden. Das ist sicher die Karte, von der Iso gesprochen hat. Na gut, dann lass uns das Zeug mal besorgen. Natürlich. Irgendwo bei Stamp. Also den hatten wir gesehen, hier. Das umgeworfene... Hier, das hat Barrett gerade umgeworfen. Okay. Und... Wir müssen ja von hier so gucken, ne? Wir müssen dann gucken. Dahinter geht's hin. Hinter diesem Baum hier. In die Richtung. Den Baum hier sieht man noch auf der Karte. Hier ist keine Höhle, wie man auf der Karte links sehen könnte. Und dann geht es einfach hier lang. Und dann hier vielleicht hoch oder so. Ne, hoch kommt man hier nicht, ne? Orte für die Mineraliensuche. Ist heute da wieder zurück? Also ich bin mir sicher, dass wir hier lang gehen müssen. Wenn wir das anschauen, ist es ja genau das. Das ist der Zielbereich, ja? Nächste Notiz anschauen. Ach so. Ja gut. Damit kommen wir klar.
komme ich hier wieder raus? Es ist so dunkel. Ich habe Angst. Okay, wir kommen raus. Ja gut, die nächste Notiz. Wir müssen also hier hinter diesem Baum. Dann die zweite Notiz. Es ist komisch, nach links zu blättern und dann ist es die zweite Notiz. Aber okay. Die führt hier dran vorbei, ja, an diesen Kästen. Nach links, also da, in die Richtung. Ich nehme nur die Sachen hier mit. Dann haben wir hier an diesem Baum da vorbei. Das kriegen wir hin. Schnell an dem Baum vorbei, ja? Ich glaube, die haben wir schon alle analysiert. Deswegen Schwertsturm. Nochmal, damit wir schnell durchkommen. So, hier ist das Teil. Wenn wir hier dran vorbeilaufen, Notizen anschauen, da dran vorbei, sehen wir eine Statue. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Gucken uns das nochmal an. Wir gehen hier. Ach ja, da ist die Statue, genau. Oder die Säule, was auch immer es ist. Und gehen hier links dran vorbei, ne? Dann nehmen wir das nächste und sehen einen riesigen Baum, wo Seile runterkommen oder Lianen. Ich bin auch, ne, Seile. Der hier vielleicht. Und dann haben wir hier oben Erz oder wie? Vielleicht. Es muss ja oben am Baum sein. Das ist nicht der richtige Baum vielleicht. Der da ist es, ne? Ja klar. Ja. Hier sollten wir richtig sein, denke ich. Wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Natürlich kommt ein Gegner. Wer hätte denn erwartet, dass es ohne Gegner machbar ist? So, Cloud, du musst mal kurz meine Analyse rausballern. Nutze die elementaren Schwächen des Blitzgreifen aus oder füge ihm eine bestimmte Menge Schaden zu, während er Plasma-Aufladung macht oder einsetzt, um ihn schockanfällig zu machen. Wirksam ist Wind. Nicht übertreiben. Gehen wir mal auf Yuffie, die erstmal hier angreift und dann ihr Ninjutsu auf Luft umnimmst. Natürlich ist das die Schwäche. Und weil das die Schwäche ist, können wir auch Wirbelsturm reinknallen. Noch ein Wirbelsturm. Ja, Yuffie macht gleich zwei. Ist perfekt. Vielleicht macht sie auch gleich drei. Dann hat sie noch einen. Wirbelsturm. Und dann aus heiterem Himmel. Das war's wirklich. Wir sind Stufen gestiegen. Cool. Ja, aber das war's. Genau. Ich meine, die Kamera ist fest. Also ich dachte schon. Aber im Stich gelassen hat sie mich noch nie. Danke, Kumpel. Was wäre ich nur ohne dich? Ja, was wäre nur ohne? Ich habe einen Schluck getrunken. Es tut mir sehr leid. Es ist noch vom Stream übrig. Warum steht hier überhaupt drin? Ich könnte mich ja mal 10 Minuten nur zusammenreißen. Oder 20 oder 30. Ja, natürlich. Wir besorgen alles an Drachenerz. Was es hier so gibt. Da stand ja, unten waren welche und oben, ne? Die holen wir uns auch gleich. Ich will nur die Barmherzigkeit des Planeten, damit wir noch mehr herstellen können.
Dann lasst uns mal hochklettern und noch mehr holen. Ich meine, da wir heute wieder nur ein Video machen, können wir 40 Minuten machen, oder? Vielleicht kriegen wir noch ein zweites Video hin. Ich mache so viel, wie ich kann. Natürlich nie, dass ich doch mit dem Hund rausgehe, den Hund bespaße und so, ne? Das kommt alles vor, deswegen sage ich, wir versuchen. Das, aber deswegen machen wir hier erstmal fertig. 4 von 8 Drachenerz. Hier unten gab es keins mehr, ne? Vielleicht gibt es hier oben noch eins. Oder ein paar. Hier nicht mehr. Hier sehe ich eins noch. Hier haben wir hier noch eins. Und da hinten ist noch eins. Das sind sogar mehr. 7. Achso, es sind genau 8. Okay. Ich dachte, es wären mehr als 8. Ich glaube, wir haben alles zusammen. Dann lass uns mal zu Iso zurück. Natürlich, wir haben alles zusammen. Und wir gehen zu ihm zurück. Das war eine einfache Schnitzeljagd und sie hat sogar vor allen Dingen Spaß gemacht. Fand ich jedenfalls. Hier, da ist noch mehr Drachenerz, sage ich ja. Mitnehmen! Und nicht nur das, wir können hier auch überall lang gucken gehen, ne? Hier ist noch mehr Drachenerz. Und wir finden wahrscheinlich noch was an. Ich wollte gar nicht runter. Warum, Cloud? Warum? Nee, jetzt wirklich, Cloud. Warum? Geh da wieder hoch. Ein Küss mich, Frosch. Zwei Küss mich, Frosche. Weiter geht's. Natürlich reicht das, aber es sind ja auch nur Frösche. Ja, da will ich nicht hin. Ich möchte schon hier hoch wieder. Da ist zum Glück ein Seil. Und vielleicht da links rein. Ich will jedenfalls das erkunden, damit ich das nicht verpasse, wie das letzte Mal die in der letzten Region die Sachen. Wenn ich die verpasst habe, weiß ich ja nicht. Ich dachte, Shetley wollte mir das sagen. Er hat ja gesagt, ja, warte, bis wir dir Bescheid geben. Dann kannst du die nächsten suchen. Oh, zwei Schätze können wir auch noch finden. So, das haben wir auch geschafft. Die Schokobo-Haltestelle ist wieder im Betrieb. Nice. Kleiner Schokobo einmal streichen. Na, süßer Kleiner. Ich habe hier alles richtig wieder heile gemacht. Perfekt. Auf geht's. Dann gibt es hier wohl die Schätze. Einen haben wir schon. Jungfernküsse 3 Stück. Cool. Nimm das hier alles mit. Das hier auch. Zählt das hier auch noch dazu, dann könnte hier eine Kiste versteckt sein. Ne, zählt nicht mehr mit. Das Pilzlager. Ja, aber hier muss irgendwo noch eine Kiste sein. Im Pilzlager. Habe ich die echt so vergessen hier? Einfach gegenüber. Was? Pilzlager abgeschlossen. Perfekt. Dann haben wir hier bestimmt noch ein paar Sachen. Lass uns da mal noch schnell hinlatschen. Im Geschwindigkeitsrausch. Hui. Ja, okay, also Fuß ist jetzt nicht so schnell. Manchmal laber ich aber auch, ne? Manchmal immer. Ein Spitzzahn. Ich glaube, den haben wir noch nicht analysiert. Deswegen. Die hatten wir, ne? Nutze elementaren Schwäche aus. Okay. Und das vergiftet einen natürlich. Nein, kein Frühblüter, werd nicht größer, nein.
weg mit den Pflanzen, bitte. Das nehmen wir auch alles mit, alte Baumrinde. So, ich glaube aber, hier ist nichts mehr. Wir machen noch 40 Minuten voll, oder? Ja, komm. Was soll's? Ich bin voll drin, es macht Spaß. Es macht Spaß, es macht Spaß. Können wir das andere nächste Folge machen? Wir haben ja noch ganz viele Nebenquests. So. Das heißt, hier oben waren wir schon. Vielleicht kann man da noch reingucken, überall rechts. Ja, auch nur 3 Quests, ne? Und wie viele andere Sachen noch? Zehntausende. Wir haben dann hier noch Turm, da ein Turm, da ein Turm. Hier geht's dann weiter. Müssen wir dann mit dem Flugzeug hier lang fliegen? Zum nächsten Cosmo Canyon oder so? Ich weiß nicht, wir fliegen dann damit, ne? Hauptstory hier. Der Weg zur Landebahn. Wenn wir bei der Landebahn sind, können wir die Türme auschecken, auf jeden Fall. Hier hinten waren wir schon, ne? Der Reaktor. Das hier haben wir weggelassen. Analyse 2, da können wir nochmal hin. Aber sonst. Ja, dann lass mal hier um die Ecke gehen schnell. Haben wir den Küss mich Frosch auch schon? Ja, haben wir schon analysiert. Wir müssen alles analysieren und vielleicht auch Geheimkämpfe freischalten. Mir schwant schon jetzt Übles, dass die voll schwer werden. Aber okay, gut. Wir wollten 100%, wir machen 100%. Ob wir es denn immer bei allen Games anstreben, weiß ich nicht. Sowas wie bei Horizon oder Assassin's Creed, wo das nichts bringt und dann die Sachen auch nicht richtig finden kann. Wenn man alles 10.000 Mal absuchen muss, das bei einer kilometerlangen Map wahrscheinlich nicht. Aber wenn es möglich gemacht wird, wie hier, auf jeden Fall. Oder sowas wie bei allen Super Mario oder Paper Mario oder sowas, ja. Wo es nicht schwer, na, wo nicht einfach random was reingeschleust wurde, so. Wo alles wirklich platziert wurde, wo man, wo die Entwickler von ausgehen, die sammeln da alles. Man kann keiner erzählen, dass bei Assassin's Creed, ja, das sammelt jeder alles. Sich da irgendwer gedacht hatte bei der Entwicklung. Die haben schon einen Random-Generator angeschmissen, da ein paar Sachen, ein paar Schatztruhen hingeschmissen, fertig. Ja, so fühlt sich das halt manchmal an. Wenn man Werkzeuge dazu gibt, dass man alles finden kann, gerne. Aber wenn ich eine Map, eine kilometerlange Map 500 Mal absuchen muss, dann... Nee. Ja, das ist bei Zelda vielleicht auch so, aber da gibt es die Maske für die Crocs. Da geht das noch. Naja, mal gucken. Das haben wir auch noch nicht fertig gespielt. Oh, im Stream. Naja, Übergabe des Drachenerzes, bitteschön. Oh, habt ihr schon alles zusammen? Natürlich, wir haben alles zusammen. Mehr über die Materialien erfahren. Vorhandene Materialien im Bereich 8 Stück. Bitteschön. Ja, das wäre alles. Danke euch. Wenn ihr noch etwas Zeit habt, dann wartet ihr bitte kurz. Natürlich, wir warten. Dir ist schon klar, dass du was ziemlich Gefährliches herstellst, oder? Scheint dem Spaß aber keinen Abbruch zu tun. Natürlich macht das Spaß. Es gibt nichts Besseres. Und das Schönste, der Wert eines Werkzeugs wird durch seinen Benutzer bestimmt. Das gilt auch für Waffen. Genauer gesagt gilt das gerade für Waffen. Ja, natürlich. Sehr gut. Das ist zweifelsohne mein Meisterstück. Und du wirst es verwenden. Gerne, aber ich werde das Teil hart annehmen, okay? Sicher, wie es dir beliebt. Wie gesagt, der Wert eines Werkzeugs wird durch seinen Benutzer bestimmt. Ebenso der Wert seines Schöpfers. Wie und wofür meine Kreationen benutzt werden, bestimmt, was die Leute von mir halten. Vor allem aber, was ich selbst von mir halte. Du setzt mich aber ganz schön unter Druck. Dabei kennen wir uns kaum.
Dieser Adapter an deinem Arm. Wie auch immer den angefertigt hat. Er hat dabei ganz offensichtlich gründlich an deine Zukunft gedacht. Im Moment wirst du nur Waffen daran befestigen wollen. Aber wie sieht es in einem halben Jahr aus? Oder in 3 Jahren? Denk mal darüber nach. Ich sollte versuchen, dem Konstrukteur dieses Adapters nachzueifern. Ja, vielleicht eine Hand herstellen, ne? Oder irgendwo was für Gartenarbeit. Einen riesigen Schneebesen verwandeln. Damit gelingt ein Kuchen für 100 Leute im Nu. Na, ob ich das gebacken bekomme? Im Ernst? Das verlange ich als Preis für mein Meisterstück. Bring mir irgendwann einen Kuchen. Natürlich, bringen wir dir. Stirb mir ja nicht weg. Natürlich, das machen wir. Dankeschön. Der Herr. Seltsamer Typ. Ein bisschen wie du. Ja. Ich mag den Kerl. Ein bisschen wie er. Ein bisschen. Na gut, wir haben noch einen Auftrag abgeschlossen. Ich denke, wir haben viel erreicht heute. Ohne schneiden zu müssen. Deswegen sage ich hier auch einen wunderschönen guten Tag wünsche ich noch. Like gerne, abonniert und kommentiert und gerne auch den Abo-Knopf drücken, habe ich schon gesagt, ne? Und die Glocke drücken. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.